Print. Jetzt ist ja eine deiner Ideen auch Silox, das vielleicht größte deutsche wissenschaftliche Blogportal. Wenn ich dir jetzt gerade so zugehört habe, hat das nicht auch ein bisschen was mit Kannibalismus an einem eigenen Verlag zu tun? Nein, es ist kein Kannibalismus. Was uns als Verlag auszeichnet, was uns, meine ich, auch unverwechselbar macht bei Spektrum der Wissenschaft, das ist, dass wir die Wissenschaftler selber redaktionell moderiert, redaktionell auch gefiltert und durchaus auch mit journalistischen Kriterien dann vermittelt, selber zu Wort kommen lassen. Das heißt, wir berichten sozusagen aus erster Hand, wenn man so möchte. Vielfach steht unter den Artikeln unserer Printmagazine drunter, die Autorin ist Professorin für XYZ an der Uni ABC. Das ist zunächst mal ein traditionelles Alleinstellungsmerkmal. Wenn wir jetzt Blogs machen, wo vielfach auch Wissenschaftler selber über sämtliche Fachgebiete verteilt, auch über die meisten Karrierestufen verteilt, vom Doktoranden, Postdoc bis hin zum Professor. Wenn also die Wissenschaftler in diesem Netzwerk Silox berichten, dann ist das zunächst einmal nur eine konsequente Weiterführung unseres redaktionellen Ansatzes, unseres Informationsansatzes auf ein anderes Medium. Die Silox erfreuen sich im Moment sehr, sehr schöner Zuwachszahlen. Das betrifft nicht nur die Klickzahlen, sondern auch die Anzahl der Blogs insgesamt, die Anzahl der Kommentare. Demnächst werden wir wahrscheinlich sogar ein weiteres fünftes Unterportal starten können, was auch eine sehr erfreuliche Entwicklung ist. Also da geht so ein bisschen die Post ab, das stimmt, während es im Bereich Print zumindest nicht bei allen unseren Zeitschriften so richtig erfolgreich rundläuft, die letzten Jahre. Wir leiden auch, wie andere Blätter auch, unter diesen veränderten Mediennutzungsgewohnheiten. Aber dennoch ist es ein falscher Schluss zu meinen, weil da eine bestimmte Entwicklung so ist, sollten wir nicht im Internet irgendwie selber was probieren, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen quasi schauen, dass wir ein komplementäres Angebot Print und Online haben und vor allen Dingen auch die Durchlässigkeit der Inhalte vom einen zum anderen gewährleisten können. Also Beispiel, das aus meiner Sicht wunderbare Blockgewitter zum Thema Neuroenhancement. Wir haben einen hochkarätigen Artikel, in dem Fall in Gehirn und Geist. Und wir haben etliche Experten in den Blogs, die diesen Artikel gerne zum Anlass nehmen, ihre eigene Position zu diesem Thema kenntlich zu machen. Und das ist eine, denke ich mal, wunderbare Symbiose auch aus beiden. Ich glaube sogar, dass in solchen Fällen die Tatsache, dass wir diese Blogs haben, den Erfolg in Sachen Wahrnehmung und wahrscheinlich auch in Sachen Verkauf von den Zeitschriften nach oben schraubt. Was hat dich denn zu den Silox getrieben? Am Anfang waren die Silox ja eine kurze Zeit nur die Brainlox. Also der Ursprungsgedanke war wirklich, mit den neuen Möglichkeiten von Blogs, die ich als spannend empfunden habe, ein kleines Portal zu bauen, klein, fein, vielleicht 10 Blogger, 10 Autoren, die wir vor allen Dingen aus dem Fundus unserer Zeitschriften Autoren, also in dem Fall Gehirn und Geist, rekrutieren wollten. Und da, das ist eine ganz lustige Erfolgsgeschichte, so in Anführungsstrichen am Rande, haben wir es ja auch tatsächlich geschafft, den einen oder anderen Autor aus Gehirn und Geist überhaupt erst zum Blogger zu machen und vielleicht sogar eine Karriere dort anzustoßen, die derjenige oder diejenige so vielleicht gar nicht mal gesucht hätte. Das war ganz am Anfang der Gedanke und dann haben wir gesehen, dass das auf Seiten der Wissenschaftler, die wir angesprochen haben, eine total schnelle Dynamik angenommen hat, sodass man sich sofort gedacht hat, ja, warum machen wir das denn nicht für Spektrum der Wissenschaft, für Stern und Weltraum, für Epoch auch? Deswegen gibt es halt 4 Unterportale, die brauchte eine Dachseite, das sind die Silox dann quasi geworden. Und also überhaupt auch ähnlich wie bei Gehirn und Geist. Ich hatte die Idee, ich habe auch das Team geleitet, was diese Umsetzung erfolgt hat. Aber die Leute, die da maßgeblich dran beteiligt sind, Martin Huhn, Lars Fischer und auch noch andere in den Redaktionen, die haben natürlich dazu beigetragen, dass das überhaupt so fliegt. Ein Thema in unserem kleinen Bloggerkosmos, vor allem für potenzielle Autoren, ist ja immer wieder, ob Bloggen für Wissenschaftler wirklich der Karriere dienlich ist. Hast du dazu eine Meinung? Ja, ganz klar. Ich habe dazu eine Meinung. Ich mache dazu ganz viele Beobachtungen.
Und ich habe natürlich auch eine Hoffnung. Also die Beobachtungen sind erstmal ganz losgelöst von den Psylocks, dass Wissenschaftler zunehmend bereit sind, aber auch gedrängt werden, allgemein verständlich, also nicht für Spezialisten ihres Fachs, Informationen bereitzustellen. Mal unabhängig von Blogs zunächst. Ja, sie müssen Tage der offenen Tür machen. Sie müssen sich um einen Kommunikatorpreis vielleicht bewerben. Sie müssen im Zuge von Exzellenzinitiativen gegeneinander kommunizieren und herausstellen, was an dieser Uni, an jenem Institut, an dem und dem Lehrstuhl irgendwie besser läuft als anderswo. Da tut sich enorm viel. Blogs können da für manche Wissenschaftler, das hängt auch von den Persönlichkeiten ab, weil man sich ja doch sehr stark exponiert und auch interaktiv sein muss, reagieren können muss. Blogs können da sozusagen in so einem Medienmix für den einzelnen Wissenschaftler eine absolut gute Strategie sein. Ich sehe auch ab und zu Stellenausschreibungen in der Zeit zum Beispiel, ja, W3-Professur für irgendwas, wo dann steht, wir erwarten neben dem ganzen üblichen Kram von den Bewerbern auch, dass sie den Lehrstuhl vor Ort öffentlichkeitswirksam vertreten. Das sind so kleine Signale, die ich also an allen Ecken und Enden wahrnehme und die darauf hindeuten, dass auch in puncto Akzeptanz von derlei Aktivität in Zukunft mehr zu erwarten ist. Heute ist es wahrscheinlich noch so, je nach Fachbereich, dass es vielleicht sogar karrierehinderlich ist, wenn man da zu populär in bestimmten Teilen des Webs zum Beispiel sich auch tummelt. Aber ich glaube, das ist im Umbruch begriffen und ich glaube auch, dass das sehr gut ist, dass sich da die Signale, dass das Pendel in die andere Richtung quasi ausschlägt. Denn letzten Endes werden Wissenschaftler auch nicht zuletzt weitenteils öffentlich finanziert und es gibt heute so viele Möglichkeiten der Öffentlichkeit auch etwas, ein bisschen wenigstens zurückzugeben und da sind Blogs ein durchaus probates Mittel. Kommen wir nochmal vom Journalismus zurück aufs Hirn. Du hast ja, obwohl man kann es kaum trennen, du hast ja einen ganz enormen Radius. Du hast einen Hirn quasi direkt am Puls der neurowissenschaftlichen Zeit. Wärst du mutig genug, eine Prognose zu treffen? Was sind so die Themen fürs nächste Jahr, für 2010, aber vielleicht auch für 5 bis 10 Jahre? Ich glaube, dass das Zusammenwachsen von naturwissenschaftlich orientierter Neuroforschung in Richtung Pädagogik, Psychologie, Teile der Psychologie, Philosophie des Geistes rasant weiter voranschreiten wird. Ich würde mich freuen, wenn in puncto interdisziplinärer Dialog, mal ganz unabhängig von Gehirn und Geist, sondern wirklich zwischen den Fachwissenschaftlern sich noch mehr tun würde, wenn vielleicht auch wissenschaftsfördernde Institutionen, Stiftungen, die öffentliche Hand und so weiter da auch noch mal so ein paar Akzente setzen würden, dass da mehr geschieht. Denn ich glaube, dass gerade an den Schnittpunkten zwischen Disziplinen am ehesten Neues entsteht, es sei denn, man stolpert zufällig drüber, wie eben bei den Spiegelneuronen. Carsten, vielen herzlichen Dank. Jetzt möchte ich einmal ganz kurz den Spieß umdrehen und mich ein bisschen wohler fühlen, weil ich ja eigentlich immer der Fragende bin als Journalist. Gerade die letzte Frage. Über welche Themen, meinst du, wird der Braincast in 5 Jahren vor allen Dingen berichten? Ich denke, das ist eine sehr gute Frage. Das ist meine eigene. Ich halte die Optogenetics momentan für sehr spannend. Ich denke, dass über solche neuen Methoden einiges rauskommen wird, was wir uns bisher noch gar nicht vorstellen können. Vielleicht hoffe ich es auch, dass wir auch nach wie vor diskutieren werden, wie ist das Verhältnis zwischen Geist und Gehirn tatsächlich. Denn auch wenn es Material, Substrat basiert ist, stellen wir doch immer wieder fest, dass es die Gedanken sind, die auch die Materie verändern können. Mhm. Natürlich verändert dann das Substrat, aber es ist ja auch irgendwo ein Pfad, der gegangen wird im Sinne von, ich denke jetzt in diese Richtung, ich denke jetzt in jene Richtung. Ja. Ich bin gespannt, was mit den Enhancern passiert. Mhm. Kendall hat in diesem Interview die kleine rote Pille für in 10 Jahren angekündigt. Da bin ich ja auch sehr gespannt. Ich denke, diese philosophischen Themen sind relativ endlos.
Ja, die sind zeitlos, die haben wir auch schon seit mindestens 2000, 2500 Jahren. Da gibt es dann immer wieder neue Indikatoren, aber ob sich sozusagen fundamentale Rätsel wie Leib-Seele-Problem oder Willensfreiheit und so weiter tatsächlich mal so entscheiden lassen, dass alle Welt sagt Ja und Amen, ist eine gute Frage. Einen wichtigen Punkt hast du auch schon angesprochen, das ist die, wenn man das nennen kann, das ist ein Reizwort Neuropädagogik. Da würde ich mir sehr viel mehr wünschen. In 3 Jahren kommt meine Kleine in die Schule. Bis dahin muss sich essentiell was verändert haben. Da fehlt's, wie ich denke, auch noch an Projekten, die das Ganze wirklich ins Leben reintragen, in die Schule reintragen. Ist es nicht auch so, dass wir durch den Fortschritt in den Neurowissenschaften immer mehr auch erkennen, wie kompliziert das alles ist und sozusagen auch immer so ein bisschen ehrfürchtiger werden vor dem Gehirn als solches, vor dem, was irgendwie Psyche ausmacht. Wenn man mal nochmal an das Manifest denkt, was du ja selber eben auch thematisiert hast, da stand ja auch drin, dass in Bezug auf diese besagte mittlere Ebene, ja, also Verbände von nur wenigen zig oder hundert Neuronen, dass man da eigentlich überhaupt nicht viel drüber weiß, weil man auch ganz schwer nur diese komplexe Forschung angehen kann. Von Jäger und Sammlern war in dem Manifest damals die Rede, dass man sich auf so einem Niveau noch bewegt. Meinst du denn, dass wir tatsächlich in, sagen wir mal, 10, 20 Jahren da bedeutende Antworten drauf haben werden und das Gehirn sozusagen auch auf dieser entscheidenden Ebene viel besser verstehen lernen? Also wir können uns die Frage sozusagen selber stellen. Ich bin da skeptisch. Ich glaube, dass da sozusagen einfach, dass man noch so wahnsinnig weit davon weg ist und dass man auch bei aller Neuroeuphorie auch immer wieder sozusagen zurückgeworfen wird und erkennen muss, an der Stelle sollten wir auch benennen, wo wir tatsächlich noch große Lücken haben und nicht immer nur rausposaunen, das und das und das und das haben wir schon erreicht oder das wird demnächst kommen. Ich bin da eher optimistisch. In 10 bis 20 Jahren, so schnell wie die Forschung sich bewegt, werden sich diese Assemblies, glaube ich, genauer durchleuchten lassen. Da habe ich ein ganz großes Vertrauen in Wolf Singer. Die andere Seite ist, da war mir Kendall ein echter Augenöffner. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es so, dass ich immer was zu berichten habe, mir die Themen nicht ausgehen und ich immer wieder erstaunt bin, was wir schon alles wissen. Jetzt stellt sich Kendall dahin und sagt, die Neurowissenschaften sind ganz am Anfang und eine ganz junge Wissenschaft. Und natürlich hat er recht. Es gibt noch so ewig viel, was wir nicht wissen. Und das macht, glaube ich, auch die Wissenschaftler aus, dass sie diese Fragen auch immer weiter suchen, finden, entwickeln, absolut, versuchen zu beantworten. Hatte ich aber so vorher noch nicht gesehen. Das heißt, dass in puncto Zukunft noch ganz vieles drin ist, sowohl bei Braincast als auch bei Gehirn und Geist und bei dem Blog sowieso. Dann mache ich jetzt einfach mal den Abspann, sage wunderbar, Dankeschön für dieses erfrischende Gespräch mit dem Braincast-Macher Arvid Leidy in Weimar. Thank you.